So, herzlich willkommen. Freut mich, dass Sie alle gekommen sind. Ich bin der Michael Augustin, ich bin Rechtsanwalt. Ich habe dieses Symposium hier veranstaltet, weil ich auch, also ich bin Anwalt und auch Musiker, und als Musiker war ich auf der MIDEM in Cannes, wo ich auch den Gerd, den Futuristen, kennengelernt habe, und es ist mir aufgefallen, dass die Musikbranche durch die Probleme mit illegalen Downloads und so weiter sich schon viel stärkere Gedanken macht über neue Geschäftsmodelle. Und ich hatte das Gefühl in den letzten Jahren, Filmfest hier, dass wir da so etwas im Hintertreffen sind, sage ich mal so. Also hier wird eher so untereinander gestritten, ob der Sender mehr kriegt oder der Produzent oder der Regisseur. Und überhaupt sind die Piraten an allem schuld und laden alles runter. Und deswegen dachte ich mir, dass ich mal hier so eine Veranstaltung mache und den Gerd Leonhard, den Futuristen, einlade, weil das, glaube ich, ganz wichtige Erkenntnisse sind und man sich dann über neue Geschäftsmodelle vielleicht besser Gedanken machen kann, wenn man so eine Aussicht hat, was sich da in Zukunft vielleicht verändern kann oder wird. Also, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß mit dem Gerd und seiner Präsentation. Ja, hallo, schön bei euch zu sein hier. Ich bin ursprünglich aus Bonn, das ist da oben irgendwo. Jetzt wohne ich in Basel in der Schweiz, bin seit 10 Jahren in der Schweiz. Ich war 14 Jahre in den USA, also die meisten Teile meiner Arbeit sind auf Englisch. Von daher, wenn ich ab und zu was auf Englisch einfließen lasse, ist bestimmt kein Problem für euch. Wenn ihr twittert, wir haben ja gerade eine Hashtag erschaffen, eine sogenannte Hashtag FilmFut, F-U-T, Film Futures. Ja, da könnt ihr twittern und Kommentare, da könnt ihr auch Fragen stellen, da über diese Hashtag, oder ihr könnt sogar auch persönlich fragen, wenn ihr wollt. Die Headline, die Überschrift meiner Präsentation für euch ist Rethink. Neu darüber nachzudenken, was wir in der Zukunft machen als Kreative, als Produzenten und auch natürlich als Industrie. Denn das ist das, was jetzt gerade passiert. Als ich angefangen habe mit Digital Music 1995, waren die Ideen nicht falsch, nur alle sehr früh. Wir haben schon damals gesagt, 1999, Musik zieht in die Wolke und wir drücken einfach einen Knopf und dann spielt das ab. Das haben wir jetzt. Hat nur 10 Jahre länger gedauert. Das heißt, das, was wir jetzt sehen, ist radikal exponentiell schneller und gewaltiger als das, was wir uns damals vorgestellt haben. Jetzt ist es bald soweit, dass wir erwarten können, dass über 5 Milliarden Leute auf dem Internet verbunden sind, auf billigen mobilen Geräten, die 10 Euro kosten. Das heißt, wir können jetzt sicher sagen, dass die Idee von Zukunftsforschung eigentlich schon wirklich hier ist. Also meine Firma, die Futures Agency, wir beschäftigen uns mit Foresights, nicht mit Predictions. Foresights heißt, wir schauen das an, was in den nächsten 5 Jahren auf uns zukommt, und arbeiten rückwärts für Firmen, um denen zu helfen, Geschäftsmodelle zu entwickeln. Meistens Firmen im Medienbereich, Technologie, Software, Publishing, Record Labels, obwohl man ein bisschen gucken muss, wo die jetzt eigentlich noch abgeblieben sind. Aber eins ganz klar, Science Fiction wird immer mehr Realität. Ihr seid ja alle Filmfans, von daher habe ich gesagt, ich knüpfe mal an die Filmhistorie. Ja. Schwarzenegger, Total Recall. Ja. Wie hieß er noch? Johnny Cab. Ja. Den gibt es jetzt. Das ist das Google Self-Driving Car. Das selbstfahrende Auto ist Johnny Cab aus Total Recall. Der Tricorder, Star Trek. Ja. Eine Maschine, die unseren Puls lesen kann, die unser Blut misst und unseren Atem testet und uns sagt, was los ist, die uns eine Diagnose stellt. Es wird gerade erfunden in Los Angeles. Eine Maschine, die dann die Zukunft der Medizin radikal verändern wird, wenn jeder eine spontane Diagnose bekommen kann, ganz egal, wo er ist und wann er ist. Natürlich Skype, die Jetsons, haben wir schon lange. Minority Report, gerade jetzt natürlich wichtig im Anbetracht der fortlaufenden Spionage aller möglichen anderen Institutionen weltweit. Das haben wir jetzt. Wir haben jetzt tatsächlich das, dass jemand in die Daten hineingehen kann und kann sie herausziehen und daraus Sinn ergeben, so wie Minority Report und natürlich das ultimative Science Fiction, Blade Runner. Die Werbung, die auf uns speziell synchronisiert ist. Die Werbung, die uns erkennt, die weiß, wer wir sind. Zum Beispiel auf den digitalen Fernsehern weiß der Fernseher, wer wir sind. Und die Werbung wird ersetzt dadurch, ja, als eine interessante Variante dieser Themen. Ganz klar, was passiert, wenn wir uns diese Graph anschauen, Global Population, 8 Milliarden Menschen in der Zukunft, davon werden in kürzester Zeit radikal mehr online sein.
Also wenn ihr euch die rote Kurve anschaut, fast 6 Milliarden Menschen werden online sein in den nächsten 5 bis 7 Jahren. Das nenne ich den Digital Default, also dass alles digital abläuft. Unsere Musik, unsere Filme, unsere Fernsehprogramme, unsere Ausbildung, die Schulen, unsere Gesundheitsdaten, alles. Alles zieht in die Wolke. Deswegen ist auch die Diskussion, die jetzt gerade tobt, über das, was in der Wolke erlaubt ist, so wichtig. Deswegen auch seid ihr jetzt in einer guten Lage, weil wenn wir jetzt mal zurückschauen auf 2000, wo ich angefangen habe auf dem Internet, da war das noch alles viel zu früh. Die meisten Leute hatten nicht den Saft, um wirklich Filme zu gucken online. Mittlerweile ist ganz klar, dass die Zukunft in diese Richtung geht, wo wir sagen, wir sind eigentlich jetzt auch noch am Anfang, also hier, ja, und wir ziehen in der Zukunft weiter nach unten. Das heißt, der Großteil des Effektes, des positiven Effektes, hoffe ich zumindest, vom Internet ist noch verborgen. Momentan ist zum Beispiel der YouTube-Effekt 1,1 Milliarden User oder der Facebook-Effekt 1,2 Milliarden User, dass eigentlich da mehr oder weniger alles umsonst ist und dass wir sind quasi der Inhalt von Facebook. Und die kommerzielle Wichtigkeit von Facebook, YouTube und sozialen Netzwerken und so weiter, die liegt noch ein bisschen unter der Oberfläche. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Ganz sicher natürlich können wir feststellen, dass wir im Zeitalter von exponentiell leben. Ray Kurzweil, der Singularity Futurist, beschreibt eigentlich einen Punkt, wo es immer darum geht, dass wir denken immer, dass es linear ist, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aber Technologie verändert sich exponentiell. 1, 2, 4, 8, 16. Das heißt, wenn wir jetzt an dem Punkt sind, wo wir sagen, wir zählen bis 5, dann ist das nicht ganz so anders als bis 8. Aber der Take-off-Point, ja, den wir jetzt hier erreicht haben, unsere nächste Stufe ist 8, nicht 5. Das heißt, die Technologie verändert sich alle 18 Monate um das Doppelte. Deswegen habe ich hier in meinem iPhone mehr Power als der Präsident der Vereinigten Staaten vor 10 Jahren an seinem Computer. Und wenn wir das jetzt weiterdenken, nochmal 5 Jahre, könnt ihr euch vorstellen, was das bedeutet. Das bedeutet, dass 5 Milliarden Menschen grundsätzlich eure Produktionen sehen und kommentieren und remixen könnten, theoretisch. Natürlich wollen wir auch, dass sie irgendwie bezahlen, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Aber die Zukunft ist exponentiell. Das heißt, wir können auch nicht warten. Ich wohne in der Schweiz und das Thema Warten ist da sehr wichtig. Man ist ja nie der Erste. Das Problem dabei beim Warten ist, dadurch, dass sich alles so schnell entwickelt jetzt, dass das Warten dazu führt, dass man vom Cliff runterfällt. Siehe Musikbranche. Musikbusiness hat 12 Jahre gewartet zu sagen, ja, vielleicht doch, würden wir vielleicht doch Spotify lizenzieren. Wir mögen sie zwar nicht so 100%, aber wenn ihr uns die Hälfte der Firma gibt, so wie bei Spotify geschehen, dann lizenzieren wir euch, machen wir euch legal. Und jetzt 10 Millionen Subscriber für Spotify ist toll. Ich mag es auch sehr gerne, aber YouTube hat 1,1 Milliarden. Ja. YouTube ist die Jukebox. Gratis. Zu spät. Too little, too late. Wenn wir uns das anschauen, was bei Filmen passiert, da ist natürlich ganz klar, dass ein wichtiger Faktor das alles ist, nämlich das Multiformat-Watching. Das heißt mobil, Tablets, Telefone, Fernsehgeräte natürlich, alles nacheinander und auch übereinander. Multi-Device-Usage. Wir sehen bei Netflix zum Beispiel hier den Grund, warum ich sage, wenn Leute da Sinn drin sehen zu zahlen, dann tun sie es auch, kann man bei Netflix ganz klar sehen. 43 Millionen Leute zahlen $10 im Monat für Filme, die sie umsonst auf BitTorrent sehen könnten. 43 Millionen. Wenn Netflix jetzt global gehen würde und würde den Preis zum Beispiel in Indien auf $2 setzen im Monat, hätten wir innerhalb der nächsten 5 Jahren wahrscheinlich 2 bis 3 Milliarden Subscriber. Wenn das passiert, natürlich, dann brauchen wir nicht unbedingt mehr Kabelfernsehen oder Satellitenfernsehen. Das ist genau der Grund, warum es nicht passiert. Der Grund ist nicht das, dass wir nicht zahlen wollen, sondern dass momentan bestehende Verhältnisse und Rechteverhältnisse das nicht erlauben würden. Aber man sieht ganz klar an dieser Kurve, dass Leute zahlenswillig sind. Man sieht es auch sonst auf dem Internet. Also wenn wirklich wer da ist, wie zum Beispiel Games, ja, World of Warcraft oder Angry Bird auch im Premium, dass Leute zahlungswillig sind. Man sieht in diesen ganzen Plattformen, die in den letzten 5 Jahren entstanden sind, over the top nennt man das, ja,
also Plattformen, die nicht über Kabel und Fernsehen oder normales Pay-TV kommen oder Satelliten, die quasi übers Internet laufen, absolut explodiert sind. Es gibt jetzt mittlerweile weltweit über 700 Plattformen für Over-the-Top-Movie-Services. Und klar, ihr könnt jetzt da nicht das Fußballspiel sehen auf dem Handy mit 1 Million Leute gleichzeitig, weil es nicht genug Saft da ist in der Leitung. Aber was jetzt da passiert, ist eine Revolution, die wir ganz klar sehen müssen, die mit dem Tablet zu tun hat. Wenn wir jetzt mal vom Apple Tablet absehen, können wir feststellen, dass weltweit diese Geräte immer billiger werden. In Indien gibt es ein Gerät, das heißt Arakash, das kostet $31, ein Android Tablet. Die Regierung von Brasilien ist gerade dabei, 30 Millionen Tablets zu bestellen für die Ausbildung der Studenten vom Papier auf normal auf Datenströme umzulegen. Das heißt, die Schüler würden zur Schule gehen mit einem Tablet. Also einen ganz einfachen Tablet, glaube ich, für $6 pro Stück. Jetzt sehen wir uns mal, gehen wir vielleicht mal 5 Jahre im Voraus, wenn 5 Milliarden Menschen auf dem Internet sind, werden 5 Milliarden Menschen ein Tablet haben. Was können Sie da tun? Wie können Sie zahlen? Das ist eine ganz andere Welt als die Welt des Computers. Die mobile Welt. Also dieser Slide hier zeigt ein bisschen, ist ein bisschen schwer zu sehen, aber könnt ihr vielleicht selber runterladen, Hope for Film heißt das, wo es darum geht, zum Beispiel die ganze Mix von Angeboten, Pay-Per-View und Streaming on Demand und diese ganzen Angebote aufzufächern. Und das Gute dabei ist, dass wir jetzt in einer Welt leben, wo Leute das wirklich tun. Es gibt ja alle möglichen Angebote in verschiedenen Fenstern, von iTunes bis hin zu Streamcast und so weiter. Und wenn wir uns die Zahlen anschauen, können wir sagen, weltweit geht es eigentlich nach oben mit dem Filmbusiness. Immer mehr Leute zahlen immer mehr Geld, um Filme zu schauen, in allen Varianten. Das hat natürlich auch diverse globale Einflüsse, zum Beispiel eben der Fakt, dass wir hier umrüsten auf digital, während in anderen Ländern das noch nicht digital ist. Vergleich mit dem Musikbusiness zeigt ganz eindeutig, was los ist, nämlich hier auf der rechten Seite. Man fragt US Teens, also Teenager, was sie für Musik ausgeben. 50% sagt $0. Ja. Man schaut an, was mit Musikverkäufen passiert ist. Letzten 10 Jahre 71% minus. Woran liegt das? Mögen Leute keine Musik mehr? Ist die Musik schlecht? Sind wir alle illegal? Versuchen wir uns alle vom Zahlen zu drücken. Keins von den Sachen stimmt. Sondern das Angebot hat das Format noch nicht erreicht, wo wir sagen, genau wie Netflix, klar, machen wir. Für Netflix für $10 im Monat, wenn man Filme gerne hat, ist ein No-Brainer, wie man sagt in Amerika, für $10 Filme. Aber für Musik ist ein anderes Thema. Kurzen Clip zum Thema, wichtiges Thema drumherum, was wir in der Zukunft erwarten können. Möchte ich gerade abspielen. Bisschen Sound. Again, this is the USS Montana requesting that you immediately divert your course 15 degrees to the north to avoid a collision. Over. Please divert your course 15 degrees to the south to avoid collision. This is Captain Hancock. You will divert your course. Over. Negative, Captain. I'm not moving anything. Change your course. Over. So, this is the USS Montana, the second largest vessel in the North Atlantic Fleet. You will change course 15 degrees north, or I will be forced to take measures to ensure the safety of this ship. Over. This is the lighthouse, mate. It's your call. Tja, da gab es wohl ein Missverständnis. Nämlich, das war kein anderes Schiff, sondern ein Leuchtturm. Diese Frage müssen wir uns stellen, was nehmen wir an, was Realität ist, was nicht wirklich so ist. Diese Annahme zum Beispiel im Filmbusiness bei den großen Studios war diese Annahme hier. Wir müssen unbedingt unsere Filme beschützen, damit, wenn Leute sie kaufen, sie auch genug zahlen. Die Logik ganz einfach, wenn sie umsonst in Anführungsstrichen geteilt werden können, dann können wir kein Geld mehr dafür fordern. Gleiche Logik eigentlich bis vor kurzem wie das Musikbusiness, die gesagt haben, es gibt keine MP3, es gibt nur DRM, Digital Rights Management Protected Musik, ja, hat nie einer gekauft von uns. Das heißt, was passiert ist hier, ist, dass durch diesen Wunsch, das zu beschützen, der Umsatz radikal gefallen ist.
Also diese, das Paradigma des Schutzes hat dazu geführt, das nennt man in Amerika Toxic Assumptions, also vergiftete Annahmen. Welche Annahmen haben wir über unsere Arbeit, die uns daran hindern, das wirklich zum Erfolg zu bringen? Hier ist eine von diesen Annahmen im Filmbusiness, ja, die Einladung zum Freeloaden. Die Einladung besteht darin, dass man sagt, okay, du kannst diesen Film auf diesem Display nicht abspielen, weil du könntest ihn aufnehmen über das Display. Oder, wie man hier sieht, ich habe 6 € bezahlt für Weißer Jäger, Schwarzes Herz. 24 Stunden später, ich bin zwar eingeschlafen beim Anschauen, aber ich wollte es trotzdem nochmal sehen. Ja. Nächsten Tag geht nicht mehr, has expired. 24 Stunden später. Das ist so wie früher DVD Region Coding, kennt ihr vielleicht. Ihr habt in Australien eine DVD gekauft, die spielt in Deutschland nicht. Ja, das ist eine Einladung zur Piraterie. Das heißt, wenn wir in diese Richtung weitermachen und sagen, wir machen es so schwer für Leute, überhaupt einen Film zu finden, ihn kriegen zu dürfen, eine Software runterzuladen, einen bestimmten Computer zu kaufen, eine Kreditkarte einzugeben, dann müssen wir uns nicht wundern, dass sie das nicht mitmachen. Dass sie nach anderen Quellen suchen. Und genau das ist ein bisschen das Problem, glaube ich, wo wir sagen müssen, okay, es sind jetzt eigentlich Dinge möglich geworden, die das viel besser machen. Exponentielle Technologiesprünge mit ganz neuen Möglichkeiten, zum Beispiel Artificial Intelligence. Ihr könnt bereits bei Google, zeige ich gleich ein kurzes Beispiel, bei Google Now hingehen und sagen, dass Google euch den ganzen Tag über begleitet und voraussagt, was für Probleme auftauchen mit Wetter oder mit Stau und so weiter und so fort. So gibt es zum Beispiel auch bereits Artificial Intelligence, die uns sagt, welche Musik, welche Filme und welche Bücher gut für uns sind oder für unsere Freunde um uns herum sind. Das heißt eine Art von Recommendation. Kurzes Beispiel hier von Google. Instead of having to sift through and organize all the information you need throughout your day, all that information is ready at the exact moment you actually need it. Introducing Google Now. Now with Android, one simple swipe gives you the information that is relevant to you, right now. As you leave your house, Google Now is smart enough to check current traffic conditions and has prepared an alternate route for your commute. Google Now is always one step ahead, so you can feel more confident as you navigate your day. Dahinter ist übrigens steht großes Schild NSA. Aber egal. Das ist natürlich vor allen Dingen jetzt hier ganz interessant hier in dem Kontext der heutigen Diskussion. Aber was hier passiert ist, dass quasi diese Intelligence sagt, das ist dir total egal, welcher Verkehr in Los Angeles ist, du bist in London. Ja? Diese Intelligence kann auch für Content, für Filme und für Produktionen angewandt werden. Weil das Schwierigste ist, was zu finden, was mir gefällt. Nicht, dass ich es nicht finden kann, sondern die Auswahl zu treffen. Ich bin ein Spotify-Abonnent, nicht deswegen, weil ich die Musik kriegen will, die könnt ihr auch sonst kriegen, sondern weil ich die Playlisten meiner Freunde darauf sehe und die sagen mir, was gut ist und ich brauche da nicht zu gucken. Die Verknüpfung der Freunde ist für mich wichtiger als die Musik selber. Und das werden wir in der Zukunft auch für Filme sehen. Ganz sicherlich auch in der Zukunft für Filmemacher die Google Glass Sache kennt ihr wahrscheinlich hoffentlich alle. Ja? Das ist quasi das gleiche wie das Handy aufs Auge geschnallt, ja, wie man hier rechts sieht. Ja? Und Google Glass wird radikal das Filmemachen verändern. Wenn ihr euren Point of View nehmt, ich meine, früher gab es ja diverse Formate mit Point of View, Recording und Movie Making. Wenn wir das jetzt nehmen und nach vorne schauen mit Google Glass, wo es in den nächsten 2 Jahren vielleicht um die 15 Millionen von denen geben wird, dann sieht das ein bisschen so aus. Okay, Glass, record a video. This is it. We're on in 2 minutes. Okay, Glass, hang out with the flying club. Google photos of tiger heads. You ready? You ready? Right there. Okay, Glass, take a picture. Ich würde jetzt sagen, sozial gesehen vielleicht nicht ganz so angebracht, das Ding anzulassen die ganze Zeit. Aber zum Filme machen kann man sich da ganz neue Ideen mit vorstellen, die ja passieren können. Also ob da jetzt deswegen jeder zum Filmemacher wird, würde ich bezweifeln. Aber technisch gesehen, glaube ich, haben wir da ganz neue Möglichkeiten. Neue Geschäftsmodelle, die sich aus dem Handy ergeben, aus der Tatsache, dass jedes Handy fast ein digitales Produktionsstudio geworden ist, aus den PlayStation-Devices und den Gaming-Devices.
die mittlerweile auch als Plattform genutzt werden aus Microsoft Connect. Wir sehen hier zum Beispiel ganz klar Mobile Video, das Anwachsen von Mobile Video weltweit. Und die Leute wollen nicht einfach nur irgendein Video gucken. Ich meine, im Endeffekt geht es auch nicht nur um den Krach, sondern um die Qualität, um das, was man wirklich will, um die Relevanz. Momentan sind wir noch in der Krachperiode, ja, wo wir sagen können, es ist toll, dass wir 50 Millionen Tweets pro Sekunde sehen können, aber was kann daraus werden? Was wollen Leute wirklich haben? Wenn wir hier das sehen, ist ganz klar Mobile Video eine große Wachstumschance für uns alle. Da ändert sich das Geschäftsmodell. Früher war das Geschäftsmodell eins von beiden, entweder der Walled Garden, Apple. Ja. Wenn man in diesem Garten drin ist und man kauft von Apple iTunes, man bezahlt die zwischen 3 Euro und 10 Euro pro Film für 24 Stunden, dann ist man in diesem schönen Garten, das sieht gut aus, funktioniert gut. Aber es machen nur 2% der Bevölkerung. Tiny problem. Ja. Oder oben Mousetrap, ja. Das Mausefalle-Symptom. Das ist Pay-TV, Cable-TV, Satellite-TV. Das heißt, ich abonniere Kanäle über Kabel-TV, die ich vielleicht einmal im Monat einmal anschaue. Aber ich zahle trotzdem brav meine 70 Euro. Ja, mitgefangen, mitgehangen sozusagen. In der Zukunft werden wir das Modell sehen. Das Modell von des Magneten. Das, was uns anzieht, was zu uns passt in dem Moment, das ist das Modell, was wir benutzen werden. Ähnlich wie auch Spotify das versucht, natürlich auch ein ähnliches System, wenn man jetzt das vergleicht, die zwei. Das ist ein Shift, den wir in nächster Zeit sehen werden. Zum Beispiel YouTube. Wenn wir ganz klar sehen, was YouTube bereits in Indien macht, ist, dass es möglich ist, Premium-Kanäle zu abonnieren von Hindu-Films, Hindi-Films, also auf Hindi. Für ganz wenig Beträge, aber es sind halt 200 Millionen Leute, die es tun. Und diese Möglichkeit auf YouTube, die entfaltet sich gerade. Das heißt, ich werde früher oder später sagen können, entweder ich mache einen Premium-Kanal. Ich arbeite auch bereits an meinem Future Premium Channel, der ist dann irgendwie 10 Dollar im Jahr oder sowas. Oder ich mache Pay-Per-View, ich kann das komplett bei YouTube so nutzen, wie ich es gerne hätte. Oder ich kann es gratis machen und Werbeeinnahmen teilen. Man schätzt, dass YouTube in den nächsten 5 Jahren so viel Geld verdienen wird mit Werbung, wie heute Google. Das sind 3,1 Milliarden im Monat. Wenn wir als Filmemacher nicht davon ausgehen, dass wir ein Stück dieser Werbeeinnahmen kriegen können, dann weiß ich nicht, wo es herkommen soll, weil das ist ganz klar weggenommen vom Kuchen des Fernsehens. Also hier gibt es verschiedene Modelle, die wir da sehen können. Going direct, over the top, real time, bezahlt. Alles wird mobil. Das sind jetzt ein paar Slides von Google, die darstellen, wie wir das eigentlich machen. Wir zum Beispiel hier von einem Device zum anderen gehen, zum Smartphone, zum Fernsehen, zum Laptop und wieder zurück. Hat diese Multi-Device-Screen-Usage. Natürlich Cross-Media, das ist ein Standardtrend, den kennt ihr ja wahrscheinlich auch schon. Social-TV, 40% der Fernsehzuschauer weltweit in Developed Countries benutzen eine zweite Application, zum Beispiel iPhone und iPad oder irgendein anderes Mobile-Gerät, um gleichzeitig zum Fernsehen was anderes zu tun. Also darüber zu reden oder was zu bestellen oder zu chatten oder zu skypen. Die Nennung des Second Screen. Und dieser Bereich ist sehr powerful, zum Beispiel beim Fernsehgucken, dass man über diesen Teil kommunizieren kann. Ihr könnt übrigens nachher meine Präsentation runterladen, weil das sind doch eine Menge Slides hier, ja, über meine Dropbox-Seite, die heißt GERDCloud, GERDCloud.com. Ja, da findet ihr eine Tür zu meiner Dropbox. Also diese ganzen Dinge, die hier passieren mit dem Smart Television. Ich habe vor 9 Monaten mein erstes Smart TV gekauft und ich merke jetzt, ich schaue nie wieder normales Fernsehen, was übers Kabel kommt. Weil das, was ich wirklich sehen will, das habe ich in anderen Möglichkeiten gefunden. Über YouTube, über TED.com, über Widgets, über iTunes, über Apple TV, über Hulu. Nur meine Frau tut immer noch weiter auf und runter knipsen, weil sie es gewöhnt ist und noch nicht ganz verstanden hat, wie das Smart TV funktioniert. Aber wenn dieser Shift kommt, ja, und wir haben es jetzt so eingestellt, dass wir das mit der Stimme kontrollieren können. Das wird ein Standard werden, eigentlich bei allen Fernsehern. Auch ähnlich wie halt diese mobilen Geräte, die es erlauben. Also wir müssen schon feststellen, dass diese Geräte eigentlich jetzt in gewisser Weise unsere externen Gehirne geworden sind. Also unsere mobilen Geräte sind zweite Gehirne. Das heißt, wenn ich mich jetzt irgendwo hinsetze an eine Bar und ich rede mit jemandem, der sagt, die Hauptstadt von Kasachstan ist, ja, dann hier ist die Antwort.
oder ich habe irgendein Problem, dann schaue ich das hier nach. Deswegen weiß Google 24 Stunden vor dem Ausbruch einer Epidemie schon Bescheid, dass Leute krank sind. Weil wir da hingehen und sagen, ich bin krank, was könnte das sein? Das heißt, diese externen Gehirne, die werden quasi eine Art von zweites Ohr und auch zweites Auge. Und das ergibt enorme Möglichkeiten für uns in der Filmbranche in der Zukunft. Zum Beispiel hier sehen wir ganz klar, in den letzten paar Monaten oder Jahren, in den letzten zwei Jahren, sind die Tablets explodiert, diese rote Kurve hier. Das geht in eine Zukunft, wo ich, wie ich schon eben sagte, jeder so ein Gerät haben wird, jeder. Also für die Ausbildung, zum Lernen, für was nachzuschauen, für Banking, für Mobile Banking und so weiter. Und da ist eine große Chance für uns, in diesen Kanal hineinzukommen, wo Leute Filme konsumieren und auch hoffentlich auch kommentieren werden. Man sieht hier zum Beispiel, was passiert in Amerika, dass wir in den nächsten paar Jahren erwarten können, dass die E-Books sich besser verkaufen als die gedruckten Bücher. Amazon verkauft bereits mehr Bücher auf Kindle als in gedruckter Form. Wahrscheinlich habt ihr alle früher oder später schon mal ein Kindle-Buch gekauft. Und die Geschichte von Kindle kennt ihr vielleicht, wo Amazon zum Publisher gegangen ist, zum Verleger und gesagt hat, ich mache E-Books. Und der Verleger hat gesagt, machen wir nicht mit, weil dann können wir nicht kontrollieren, wer das Buch hat. Ja? Und sie haben ihm keinen Pfennig billiger gegeben, das Buch. Dann hat Jeff Bezos gesagt, der CEO von Amazon, okay, ich nehme die Bücher zum gleichen Preis und subventioniere 30% von jedem neuen E-Book. Er hat 8,2 Milliarden Dollar ausgegeben für Subventionen, damit wir die Bücher kaufen, die eigentlich billiger sein sollten, weil sie nicht gedruckt sind. Und jetzt sehen wir genau das Gegenteil. Jetzt ist Amazon ein Verlag geworden selber. Ja. Jetzt sagt Amazon, wir geben euch 7 Dollar für das Buch und die Verleger müssen es mitmachen. Das heißt, wir sehen ganz klar in dieser Kurve einen wichtigen Trend und den fasse ich gleich zusammen, dieser Trend, der eigentlich, ich nenne das die Logik des digitalen Defaults ist, immer mehr Konsumentenpower. Das heißt, wir haben im Endeffekt, weil wir zusammenwirken auf dem sozialen Netzwerk, die Power, diesen Preis zu verringern. Das heißt, wir werden immer mehr Leute, der Preis wird radikal sinken, pro Unit, also pro Buch oder pro Film, aber mit null Kosten vertrieben werden. Das heißt, wenn wir uns vorstellen, dass wir 5 Milliarden User haben, wenn der Film auch nur 20 Euro Cent kostet, pro Film, aber Leute es abonnieren an der Flatrate zum Beispiel, dann ist durch den billigen Vertrieb, nicht die Produktion, sondern den Vertrieb, die technische Plattform und die Zahlen der User im Endeffekt ein viel größerer Kuchen. Machen wir die einfache Kalkulation mit Musik zum Beispiel. Wenn in Europa 850 Millionen Leute 1 Euro im Monat zahlen würden, 1 Euro im Monat für 850 sind 850 mal 12, ja, wären wir bei 15 Milliarden Euro im Jahr Umsatz für Musik mit 1 Euro im Monat. Und diesen Euro im Monat müsste der User auch gar nicht selber zahlen. Das könnte Telekom locker übernehmen als Werbemaßnahme. Das heißt, mit einem Problem hätten wir 15 Milliarden, hätten wir ein großes Problem gelöst. Ähnliches werden wir auch bei Filmen sehen, wo es gebundelt wird bei Telekom-Service. Wo die Logik ganz klar ist, und das teilweise am Anfang etwas schwierig, weil die Massen noch nicht ganz da sind, mehr Konsumenten, tieferer Preis, tiefere Kosten. Nicht Produktionskosten, sondern Distribution-Kosten. Das sehen wir insgesamt bei Online-Advertising zum Beispiel, steigt auch radikal das Online-Repertoire an. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, YouTube bringt es nicht so sehr als Premium-Channel, weil die Werbung noch nicht da ist, in 2 bis 3 Jahren ist sie da. Es ist jetzt noch ein bisschen ein Loch, aber das kommt ganz klar. Wir sehen hier den Preis von einem Kindle. Es gibt bereits die ersten Andeutungen, dass Jeff Bezos den Kindle gratis machen wird. Das heißt, wenn ihr sagt, ihr kauft 5 Bücher im Jahr, ist die Maschine umsonst. Ähnlich sollten wir für Filme tun. Das wäre ein Angebot, was man sich überlegen könnte, Gratis-Plattformen herzustellen dafür. Wir sehen das hier zum Beispiel bei Paid versus Online-Content, was Leute bereit wären zu zahlen. Wir sehen das schon jetzt, dass 30% Leute, die mehr Filme anschauen, bezahlte Filme auf diesen Plattformen wie das Jahr vorher. Das heißt, diese Periode, wo wir gesagt haben, ganz egal welcher Film, solange es umsonst ist, ist vorbei. Jetzt geht es darum zu schauen, Leute wollen genau das, was sie wollen. Die wollen Relevanz haben. Ich nenne das Broadbanding, also der Fernsehturm. Und
Broadbanding, das Internet, und Broadcasting, den Fernsehturm. Die verwachsen, diese zwei. Und das ist eine super Message fürs Fernsehen, als auch für die Filmbranche, weil die zwei zusammengehören. Da, glaube ich, ergeben sich ganz neue Möglichkeiten in der Zukunft, weil alle Inhalte in die Wolke ziehen. Alle. Alle Filme, alles, was digital gemacht werden kann, zieht in die Wolke. Und dann haben wir wirklich das Now playing every movie ever made. Und was noch viel besser ist, dass wir jetzt automatische Sprachübersetzung bekommen. Das heißt, in 2 Jahren ungefähr dürfte es soweit sein, dass alle Filme, zumindest mit Subtext, aber auch wirklich mit Synchronisation, nicht mit Lip-Syncing, aber mit Ton, automatisch synchronisiert werden können. Ich war neulich in den Google Labs und habe auf Deutsch in Handy geredet und es kam auf Chinesisch in Realtime raus. 95% akkurat. Das heißt, auch das ganze Thema Sprachennutzung und so weiter, glaube ich, in der Zukunft ganz sicher über diese Technologie genutzt werden kann. Dann haben wir die Fragmentierung natürlich. Das heißt, auf einmal haben wir diese ganzen Dutzende von Kanälen, die zur Verfügung stehen. Das zeigt alles in eine Richtung. Das zeigt in die Richtung, dass der Massenmarkt ein bisschen zu Ende geht. Vor 50 Jahren haben 70% der Amerikaner Dallas angeschaut oder I Love Lucy oder sowas. Ja? So Sendungen, die jeder kannte. Heute können in Amerika, kann man von Glück sagen, 4% der gesamten Amerikaner zu American Idol versammelt. Weil es so viele andere Optionen gibt. Weil das Fernsehen auf dem Internet ist. Das heißt, wir haben jetzt Fragmentierung über diese ganzen verschiedenen Geräte. Wir haben jetzt nicht den Massenmarkt, sondern die Massen von Nischen. Die meisten von uns arbeiten ja Nischen. Das heißt, wir sind keine Hit-Produzenten. Das ist ja sowieso eine ganz oberste Ecke von allen. Das heißt, wir sind in diesem Bereich besser dran. Weil wenn es auf einmal jetzt Massen von Nischen gibt, statt nur einen großen Massenmarkt, ist es für uns einfacher. Also für jede Art von Produktion eigentlich. Das sehen wir hier bei Ai Weiwei. Super Film, Never Sorry, kennt ihr vielleicht. Der mit einer Aktion über Kickstarter finanziert wurde. Kickstarter ist eine Plattform, wo man Geld von Freunden bekommt für Produktionen. Die Hälfte von den Sachen, die auf Kickstarter laufen, sind Filme. Ich glaube, letztes Jahr waren es 30.000 Filme, die über Kickstarter von Freunden finanziert wurden. Zwischen 20.000 und 1 Million. Das heißt, diese Idee von Peer-to-Peer, also von User-to-User, ja, und von Going Direct, also vom Produzenten, zum Publikum und over the top, die sehen wir jetzt in vielen Varianten. Ein Kickstarter bei Pepsi Refresh Project, die pro Jahr 80 Millionen Dollar ausgeben für interessante Kulturprojekte aller Art. Das sehen wir bei YouTube, die bereits dieses Jahr, glaube ich, 350 Millionen Dollar investiert haben oder investieren werden für Produktionen von Filmen, für diese YouTube-Channels. Das sehen wir bei Netflix. House of Cards, die erste Show, die nur für Over-the-Top-Television geschrieben wurde. Das sehen wir bei Themen wie bei Snackfilms und nochmal bei Kickstarter. Das heißt, was wir jetzt hier haben, ist der Anfang von dieser Möglichkeit zu sagen, man kann direkt, man kann Over-the-Top, man kann Fan-Funded. Es wird natürlich die andere Pyramide des Business nicht ersetzen. Dafür ist es nicht groß genug. Also wenn ich jeden Tag 10 Anfragen kriege von Freunden, dass ich ihren Film auf Kickstarter finanzieren soll, dann höre ich natürlich früher oder später auf, das zu tun. Das skaliert nicht in der Millionenhöhe. Aber es ist trotzdem ein wichtiger Faktor. Was wir jetzt hier sehen, ist eine Umkehrung der Logik. Und das ist genau die Herausforderung, wenn ihr schon eine Zeit lang in der Filmbranche oder in der Medienbranche wart, die Umkehrung der Logik. Wenn nämlich die Medien, Filme, Fernsehsendungen in die Wolke ziehen, dann dreht sich auch mein Geschäftsmodell um. Weil auf einmal hat der User wesentlich mehr Power, er kann also sagen, wann und wie, und dann Windowing und diese ganzen Ideen, die fliegen früher oder später raus, weil der User das nicht mitmacht. Das heißt, man verliert die Kontrolle, in Anführungsstrichen, über den Konsumenten, die bisher eigentlich heilig war. Das heißt, wir haben Symptome, zum Beispiel wie hier, der Economist, kennt ihr vielleicht die Zeitung? Der Economist ist die einzige Zeitung, die ich online abonniere für Cash, für 150 Dollar im Jahr. Nicht, weil ich sie gern lese, sondern weil der Economist mir erlaubt, als Audioversion im Auto zu hören. Das heißt, ich kann sagen, ich mache eine Playliste von diesen Artikeln und ich kann
der Zeitung zuhören, dem Magazin zuhören, während ich Auto fahre ab und zu. Und dieser Vorteil hat dazu geführt, dass ich sage, ja, okay, das mache ich. Ich hätte es aber niemals gemacht ohne die Audioversion. Ich hätte es auch nie gemacht, wenn jetzt die Autoren schlecht wären, natürlich. Aber ich hätte es nicht nur deswegen gekauft, weil es Audio hat oder andersrum. Das heißt, die Umkehrung der Logik ist, manchmal ist die Verpackung und die Relevanz und andere Faktoren drumherum wichtiger als der Kern, der Content. Wichtiger im Verkaufen gesehen, nicht ideologisch gesehen. Das bringt mich zu diesem tollen Slide von meinem Freund Ross Dawson aus Australien. Der beschreibt, was mit Zeitungen und Magazinen passiert. Ihr kennt ja die ganze Diskussion über die Paywalls, ja, dass wir nicht mehr alles lesen sollen, sondern vorher bezahlen sollen und so weiter. Was hier aber wirklich passiert, ist, dass Leute, die Inhalte schaffen, sagen, okay, es gibt 100 Gründe, warum Leute vielleicht bezahlen würden, wann und wie sie bezahlen wollen. Und das ist für jeden ein bisschen anders. Der eine hat es mehr mit Community, der andere mehr mit Reputation oder Interface Design oder Timeliness oder Relevanz oder Filtering und Personalization. Es gibt viele Gründe. Wenn wir das auf die Filmbranche anwenden, können wir sagen, die Gründe, warum Leute zahlen würden oder sollten oder könnten, die werden auch in diesen Kombinationen von diesen Fakten versteckt sein. So wie ich zum Beispiel nicht für Netflix bezahle, weil ich da Filme kriegen kann. Die kann ich auch so kriegen, sobald ich weiß, wo ich ein bisschen googeln muss. Sondern ich bezahle für Netflix, weil die 10 Dollar besser und einfacher und schneller und für 10 Dollar mache ich das mit. Ja, das ist ein No-Brainer. Das heißt, ich habe hier bei Netflix habe ich Community, Social Playlists, ich habe Interfaces, ich habe Reputation von den Recommendations, ich habe Insights, ich habe Design, ich habe verschiedene Faktoren, die zu mir sagen, 10 Dollar, klar, mache ich. Und das ist der Ansatz hinter dem, wo wir das neue Geld finden werden, nämlich, was ich auf Englisch sage, das ist besser, Reason to Buy. Es muss einen Grund geben. Und unser Problem ist, dass wir auf dem Internet lange gesagt haben, okay, das müssen wir so tun, dass wir Leute zwingen zum Kaufen. Das heißt, wir sagen, okay, das ist gegen das Gesetz, ist auch gegen das Gesetz, aber hat es uns geholfen? Leider nicht. Oder wir zwingen sie, indem wir eine technische Wand bauen, wo sie sich durchbohren müssen mit einer Kreditkarte. Das heißt, dieser Prozess des Zwanges hat nicht funktioniert bisher. Der wird auch hier nicht funktionieren, weil auf dem Internet grundsätzlich die Logik ja so ist, dass man drumherum schwimmen kann, sobald ein Block ist. Wir müssen also einen Grund zum Zahlen finden. Und deswegen sage ich Reason to Buy, Grund zum Bezahlen, und Pay Will, nicht Pay Wall. Okay. Kann man an dieser Grafik gut sehen, wie das funktioniert? Ihr seid ja wahrscheinlich auch Dropbox-User. Die meisten in der Filmbranche sind Dropbox-User. Ja. Warum zahlen wir für Dropbox? Ja, weil es einfach total, es geht auch woanders umsonst. Aber es ist viel gemütlicher auf Dropbox. Man kann sie austauschen und es ist auch ein No-Brainer. Wir zahlen für Pandora vielleicht, für Rhapsody, für Amazon, für Netflix, für den Economist und dann $300 für die New York Times. Jetzt haben wir natürlich da eine gewisse Logik, die wir anschauen müssen. Zum Beispiel bei der New York Times fällt diese Logik nach einer Weile flach, weil sie haben 1,2 Millionen Abonnenten für $300. Für die größte Zeitung der Welt nicht so wahnsinnig attraktiv. Deswegen wird auch das Modell da gerade geändert. Das heißt, wir müssen uns fragen, für eure Branche, was ist denn der Grund zum Bezahlen? Ist der, dass Leute das besser sehen können, die Qualität, ist es HD oder können sie mit euch reden, können sie mit euch in Kontakt treten oder fühlen sie sich verbunden mit euch? Das ist Likenomics, sogenannte Likenomics. Ja. Diese Themen müssen wir uns fragen, wie wir das tun in der Zukunft. Also definitiv kein guter Ansatz zu sagen, wir stellen unsere Werke unter diese Glocke. Und damit Leute unter die Glocke schlüpfen können, müssen sie alle möglichen Voraussetzungen erfüllen. Weil diese Glocke existiert nur in unserem Kopf. Die ist nicht echt. Das ist die Glocke, die das Gesetz uns schafft, aber uns radikal nicht weiterbringt in dem Schaffen von neuen Geschäftsmodellen. Das heißt, wir müssen uns fragen, was, wenn wir keine Glocke anwenden können, wenn die Glocke zerbröselt, wie sie bereits auch schon tut natürlich, was ist die Alternative? Und die Alternative ist, dass wir eine radikale Kontrollverschiebung erfahren. Das heißt, auf einmal sind wir nicht mehr autorisiert zu sagen, du darfst es nur schauen, wenn, sondern sobald es veröffentlicht ist,
findet diese Kontrollverschiebung statt. Ich kann es nicht wieder zurückholen. Jede digitalen Werke sind kopierbar. Selbst in China, was das Internet mit 75.000 Experten mit Polizeischutz versorgt, gelingt es ihnen auch nicht, das zu verhindern. Das heißt, wir müssen uns überlegen, was genau kann aus dieser Kontrollverschiebung für uns werden. Und ich glaube, was wir jetzt sehen, in den letzten 2 Jahren, seitdem es mobile Geräte gibt und mobiles Internet wirklich in den letzten paar Jahren, hat sich das verändert. Früher hat man immer gesagt, Buyer, beware. Also wenn wir was gekauft haben, mussten wir uns Sorgen machen, dass es stimmt. Und heute ist es andersrum, heute ist es Seller, beware. Also heute können wir davon ausgehen, dass alle großen Filmstudios und Fernsehanstalten sagen, jetzt auf einmal ist so viel Power da vom Konsumenten, dass wir uns danach richten müssen, was sie eigentlich wollen. Das ist neu. Und der Seller-Beware hat dann zu allen möglichen Dingen geführt als Resultat, wie zum Beispiel hier bei dem Amazon-Video. Es geht nicht mehr um Vertrieb, sondern es geht um Aufmerksamkeit. Und das ist in einer physischen Welt, brauchen wir Vertrieb, damit ich das Produkt genießen kann. Oder früher musste ich auf dem Fernsehsender sein, oder auf einem Kabelsatelliten, oder auf einer DVD, oder in einem Shop, oder einem Videoshop und so weiter und so fort. Heute ist das ein Klick weg. Wenn ich also in der Zukunft erfolgreich sein will, dann geht es viel mehr um Aufmerksamkeit als um Vertrieb. Und darin liegt dann natürlich auch die Herausforderung zu sagen, wenn es um Aufmerksamkeit geht, wie schaffe ich das, dass die Aufmerksamkeit sich ummünzt, was dabei rauskommt für mich? Weil Vertrieb ist natürlich einfacher zu kontrollieren. Amazons Devise für das gesamte Business von Amazon ist Customer Delight. Wenn ihr mit Jeff Bezos redet, dann sagt er jedes Mal, whatever pleases the customer will do. Als Amazon angefangen hat, Filme zu vertreiben, vor 2 Jahren, haben erstmal alle Premium-Kunden, das sind 75 Millionen in Amerika, 5.000 Filme gratis bekommen. Gratis zum HD-Streaming. Nur um sie daran zu gewöhnen, dass Amazon Filme hat. Amazon hat den Studios $130 Millionen bezahlt für diese Filme, die gratis gestreamt wurden. Das heißt, das Thema von Customer Delight steht in radikaler Widerspruch zum Thema von Kontrolle. Wir sehen links das Thema Kontrolle, New York Times, die jetzt gerade dabei sind, ihre Paywall ein bisschen herunterzufahren, weil sie nicht wirklich funktioniert. New York Times, wenn ihr 10-mal auf die Webseite kommt von der New York Times, nach dem 10. Mal sagt die Webseite, ist schön, dass du uns gut findest, jetzt aber $300. Oder weg. Ja, und dann natürlich gehen die meisten weg. Das heißt, es hat aber erstaunlich gut funktioniert, wenn man sieht, wie die Zahlen, weil so viele Leute die New York Times lieben. Aber da ist jetzt, die sind ganz oben angelangt, das geht jetzt da nicht weiter. Das heißt, diese Idee von Zugangskontrolle funktioniert manchmal ein bisschen, siehe Wall Street Journal oder sowas, ja, aber meistens nicht. Andersrum die Idee von Customer Delight, Netflix, $10, mach was du willst, kannst den ganzen Tag Fernsehen gucken, wenn du willst. Alle möglichen Filme anschauen in HD, macht keinen Unterschied. Ja. Ist ein anderer Ansatz. Das heißt, wir haben also den Ansatz links von, wir benutzen das Gesetz, um Leute zum Zahlen zu forcieren. Hat nicht funktioniert, wird nicht funktionieren. Ist keine schlechte Idee, beschäftigt Anwälte, aber funktioniert nicht. Und deswegen nicht, weil theoretisch gesehen, klar, aber praktisch gesehen, alle Gesetze, die in diesem Bereich gelaufen sind, Hadopi in Frankreich, hat nicht einen einzigen Pfennig mehr eingebracht für die Werteinhaber. Im Gegenteil, hat einen Piratenmarkt geschaffen. Das heißt, wir müssen auf diese Devise umgehen, Permission, Erlaubnis und Like. Dazu ein paar Beispiele. Wir haben diesen Shift jetzt global von der Scarcity, also von der Knappheit, es gibt kein gutes deutsches Wort dafür. Früher lebten wir in einer Welt, die von Knappheit bestimmt war. Das heißt, wenn ich eure Filme sehen wollte und ihr seid aus Griechenland und habt sie da produziert, dann war es ganz unwahrscheinlich, dass ich jemals das zu sehen bekomme, weil es gab keinen Vertrieb hier. Das heißt, wir haben in dieser Welt gelebt, hier von diesen schwarzen Kisten. Damals war es sehr schwierig, Medien zu bekommen, Informationen zu bekommen oder überhaupt Dinge, Zugang zu bekommen zu Sachen. Und diese Pyramide sinkt radikal ab. Wir werden in den nächsten 5 Jahren jeden Film in jeder Sprache von allen Jahren sehen können, ganz egal, wer der Filmemacher ist und wie berühmt sie sind.
Das wird dazu führen, dass wir ähnliche Musik haben. Wir 68 Millionen musikalische Werke gibt es online zur Verfügung. So ähnlich wird es auch bei Filmen sein. Könnt ihr euch vorstellen natürlich, was das für einen darwinistischen Druck schafft, einen Aufmerksamkeitsdruck sozusagen. Was jetzt wirklich knapp ist, ist die rote Linie hier. Ja? Zeit. Zeit und Aufmerksamkeit. Brain Space. Mind Space. Das heißt, es wäre jetzt foolish zu sagen, okay, wir gehen hier hin und verhindern, dass Leute Zugang kriegen. Weil darum geht es schon lange nicht mehr. Es geht darum, dass Leute uns Aufmerksamkeit schenken mit dem, was wir machen. Wenn sie das tun, dann kommt auch Geld raus. Und das Modell müssen wir entwickeln. Aber jetzt hinzugehen und zu sagen, wir wollen die Knappheit zurückbringen, indem wir das verhindern, dass Leute da Zugang zu haben, würde überhaupt nichts bringen. Und an dem Punkt sind wir auch mit dem öffentlichen Rundfunk übrigens. Wir müssen natürlich da auch schauen, wofür wir unsere Steuern bezahlen. Wir sehen hier diese Vor-Internet-Paradigmen, wie zum Beispiel, das ist in Deutschland nicht verfügbar. Weiß irgendeiner eigentlich noch, warum? Ja. Und das sieht man jeden zweiten Tag auf dem Internet. Dieser Film ist nicht verfügbar oder das darfst du nicht schauen oder hier musst du erst eine Münze einwerfen und wie auch immer. Ja. Gleichzeitig hier auf der linken Seite sehen wir eine Explosion in Digital Content Einnahmen. Von iTunes, Netflix, Kindle, Zynga, Dropbox, Spotify. Explodiert. Was würde passieren, wenn wir diesen Kram links einfach abräumen? Da gibt es viele Gründe, warum es nicht geht. Ja, natürlich. Auch eben, dass das Recht noch 20 Jahre hinterher ist, hinter dem, was wir wirklich tun. Aber das sollten wir tun. Wir sollten unsere Energie nicht darauf anwenden, zu sagen, was können wir verhindern, sondern was können wir ermöglichen. Und ich glaube, als Filmemacher ist das unsere Mission, zu sagen, wir wollen so viel wie möglich Leute, die unsere Filme schauen und sie weiterreichen. Diese Aufmerksamkeitslinie bauen. Denn darum geht es im Endeffekt. Und da werden ganz neue Ökosysteme entstehen. Das ist von einem Film von Tiffany Schlein, Connected, the Movie, kennt ihr vielleicht? Kann ich nur sehr empfehlen. Da geht es um das Ökosystem von dem, wie die Zukunft aussieht. Das heißt, wir haben jetzt Firmen wie Amazon zum Beispiel, die sagen, okay, wir bauen ein Ökosystem von zusammenhängenden Angeboten. Zum Beispiel, Amazon sagt, okay, wir haben Amazon Studios. Kennt ihr vielleicht, könnt ihr auch eine Commission bekommen bei Amazon Studios. Ich bin auch in einem Bewerbeprozess gerade. Amazon Studios, Amazon.com als Distribution-Plattform und da drüben Amazon Money, Digital Money. Das heißt, Amazon schafft ein Ökosystem von der Kreation, von der Promotion, vom Vertrieb bis hin zur Bezahlung. Klar, sie nehmen Geld dafür. Aber der Unterschied ist, wenn ich auf Amazon ein E-Book veröffentliche, und mein letztes Buch war The Future of Content, gibt es auch gratis von mir auf der Webseite, aber bei Amazon kostet es $2, dann kann ich das in 100 Stunden schreiben ungefähr, kurzes Buch, ja. Kann es online stellen und 4 Tage später habe ich 7.000 Stück verkauft. Für $2. Mit einem Verlag bräuchte ich 2 Jahre und kriege $50. Ja, doch vielleicht ein bisschen mehr. Aber klar, in dem Fall kann man sagen, es wird auf keinen Fall jetzt natürlich Hollywood ersetzen. Wird es nicht. Das existiert alles parallel. Aber die Möglichkeiten, die wir hier sehen in diesem neuen Ökosystem, denen werden sich auch die großen Studios nicht verschließen können. Das sehen wir jetzt weltweit in anderen Bereichen, wie zum Beispiel Musik. Wenn wir erstmal 5 Milliarden Menschen haben, die das tun, mobil, sozial, direkt, in der Cloud, fragmentiert unterwegs sind, dieses Gerät, one laptop per child, $2 pro Stück, mit Solarantrieb. Klar, da gibt es natürlich auch viele Probleme, wie zum Beispiel Internet-Addiction und so weiter und so fort und Datenschutz und diese ganzen Dinge. Aber für uns ganz sicherlich in der Zukunft eine große Herausforderung. Also unser Job ist die Transformation, nicht der Change. Ja, Change bedeutet, dass wir das existierende System nehmen und sagen, wir machen jetzt hier ein Pflaster drauf, da ist eine Wunde, die versorgen wir und dann geht es schon wieder. Was wir brauchen, ist Transformation. Wir leben jetzt in einer komplett vernetzten digitalen Gesellschaft, von der Kreation, der Produktion bis zum Vertrieb und Pricing und Sales und Marketing digital. Das heißt, wir müssen jetzt schauen, dass wir nicht in dieser Welt stecken bleiben, die sagt, hier oben ist die Old Order, das da funktioniert noch ein bisschen und hier ist die Piratenwelt, die existiert ein bisschen im Parallel, sondern wir müssen diesen Punkt, wo wir jetzt sind, nach vorne schieben. Weil die Old Order kollabiert.
Alles wird connected. Wenn wir uns sehen, was jetzt vielleicht passiert im Bereich Fitness, kennt ihr vielleicht, das Nike Fuel Band erlaubt mir, meine ganzen Gesundheitsdaten zu monitoren, wie viel ich laufe, wie schnell mein Puls ist und so weiter, und mit Freunden zu vergleichen. 4,5 Millionen User, die das tun. Medizinische Daten teilen. Alles wird connected. Ich lasse das mal weg, weil das fehlt jetzt ein bisschen die Zeit. Das Fernsehen konvergiert mit dem Internet. Das ist ja auch das, was wir jetzt überall sehen, wie das alles zusammenwächst, hat enorme Möglichkeiten, die sich daraus entgeben. Die Filmindustrie hat diese Konvergenz, die wir jetzt hier schon sehen in diesem TV-Video-Ecosystem, wo wir sagen, wir haben Distributors, wir haben Content Studios, wir haben Service Innovators, wir haben Device Manufacturers. Wir sind nicht mehr nur Filmemacher, sondern wir sind auch Techniker. Wir sind auch Marketingleute. Wir gehören alle in diese Schublade. Wenn wir hier rechts schauen oder links schauen auf diesen Slide hier, wenn man die Leute, die CEOs von Entertainment Companies fragt, dann sagen 100% von denen weltweit, dass Mobile Devices und Smartphones die größte Wachstumschance sind. Und dann, direkt danach sagen sie Broadband und Internetzugang, der verfügbar ist, ja, der affordable ist. Also da sind wir ganz klar, dass die Konvergenz nah ist und wir müssen raus aus diesen Silos. Ja, das eine Silo sagt, ich bin Filmproduzent, Technik ist mir total egal. Die andere sagt, okay, ich mache Werbung, aber Filmproduktion ist mir egal und so weiter und so fort. Wir leben in diesen Plätzen, wo wir einen Teil dieser Food Chain machen. Aber jetzt müssen wir verstehen, wie es insgesamt funktioniert. Wenn ihr auf, diversen Social-Media-Webseiten eure Filme zeigen wollt, müsst ihr auch verstehen, wie das Internet funktioniert, ja? Wie diese ganze Kollaboration funktioniert. Das ist also jetzt eigentlich Game Over. Müssen wir uns also unser Filmmaking-Brain so vorstellen in der Zukunft mit einer dramatischen Vernetzung. Vernetzung in jeder Hinsicht. Da, glaube ich, ist auch das Geschäftsmodell gefragt, zu überlegen, in dieser Vernetzung können neue Modelle geschaffen werden. In einer Unvernetzung wird es keine neuen Modelle geben. Also der Trend ist da klar, hier ist von 1964 ein Network Paradigm Trend Map, wo wir sagen, okay, eigentlich ganz klar, dass früher war eigentlich alles so organisiert, ja, zentralisiert, vor allem natürlich im Filmbusiness, ja, zentraler Vertrieb, zentrale Studios und so weiter. Dann gehen wir hier rüber und dann zum Schluss, das ist vielleicht eher so YouTube und da drüben ist Facebook. Dezentralisiert. Wir sind die Show von Facebook. Das heißt, wir gehen jetzt ganz klar in diese Richtung zu sagen, es geht von zentralisiert zu dezentralisiert zu distributed, verteilt. Das heißt nicht, dass es die nicht mehr geben wird. Sie wird es auch noch geben. Aber die Trends sind eigentlich ganz klar, wo wir sagen, es geht in diese Richtung bei der Finanzierung, bei der Produktion, beim Marketing, beim Vertrieb, beim Geschäftsmodell zu decentralized und vernetzt. Das sind die Modelle, die in der Zukunft erfolgreich sein werden. Müssen wir uns mehr so vorstellen als der Broadcast Tower, den ich am Anfang gezeigt habe. Okay, ich komme jetzt mal zu Ende, damit wir auch zu unserer Diskussion noch kommen. Ja, sonst bin ich den ganzen Tag mit euch hier. Ein wichtiger Punkt noch von Netflix, von Reed Hastings. Er hat neulich was Interessantes gesagt in einer Podiumsdiskussion, dass er gesagt hat, dass was wir früher hatten im Filmbusiness und auch im Fernsehbusiness, dass es sogenannte Managed Dissatisfaction war. Das heißt, unsere Unzufriedenheit wurde gemanagt. Wir waren nie zufrieden mit dem, was wir eigentlich haben konnten. Es war nie genug oder nie rechtzeitig genug oder zur falschen Zeit oder aber okay, es gab nichts anderes. Um 7:45 gab es Tatorten, da müssen wir halt dann gucken. Ja. Und die Kanäle, die man hatte, die musste man dann auch sehen. Es gab DVDs und das hat dann in Deutschland nicht funktioniert, wenn sie in Hongkong gekauft hat und so weiter und so fort. Aber wir haben es akzeptiert. Mittlerweile haben wir durch digitale Technologien sind wir so weit, dass wir sagen, wenn wir nicht happy sind, machen wir nicht mit. Das heißt, diese Idee von Managed Dissatisfaction ist vorbei. Und da müssen wir ganz klar sehen, dass wir in der Zukunft solche Modelle abschaffen, wenn sie noch da sind. Zum Beispiel nochmal das Netflix-Modell. Verhindern ist eine Sackgasse. Manchmal sieht das ganz gut aus, wenn man sagen kann, ja, wenn du nicht das und das machst, dann gibt es eben das und das nicht. Kann auch funktionieren, aber meistens nicht. Also bei digitalen Gütern nicht. Die sind ja nicht so knapp. Das heißt, wenn ich den Film kopiere, ist der andere Film auch noch da. Das ist kein Stuhl. Der Stuhl ist weg, dann könnt ihr nicht drauf sitzen. Aber bei digitalen Gütern ist es anders. Das heißt, wir haben hier eine Sackgasse vor uns. Ganz klar, die
soziale Netzwerke wie Facebook ausgenutzt haben und gesagt haben, okay, wir können hier eine neue Art von Sender werden. Ihr kennt wahrscheinlich bei Facebook das Social Graph, ja, wo man suchen kann unter seinen Freunden. Das sind, glaube ich, nicht bei allen aktiviert, dieser Service. Wer zum Beispiel zu diesen Stichworten was Content auf Facebook hat. Das heißt, ich gebe einfach dort ein, My Friends Trail Running, und kann denen ihre Filme und Videos und alles dort sehen. Das ist quasi mein Fernsehkanal. Und ihr könnt euch vorstellen, wo das hingeht natürlich, wenn ihr Filme macht und dort gefunden wird, ist das quasi euer Satellitenfernsehen. Al Jazeera, der Fernsehsender, gibt es bereits nonstop auf Facebook zu schauen. Ich muss gar keinen Fernseher haben, sondern ich kann Al Jazeera auf Facebook auf meinem Handy gucken. Und das sehen wir ganz klar, die sozialen Netzwerke sind die neuen Sendeanstalten. Deswegen sollten wir uns auch überlegen, wie wir da genau mitmachen und mitmachen können und sollten, natürlich auch im Hinblick auf Daten. Das heißt, es ist ein wichtiges Thema, glaube ich, zu diskutieren. Wenn wir uns anschauen, was da los ist, das ist eigentlich ganz klar, dass in 3 Jahren 90% aller Internetnutzer, also 5 Milliarden, zwischen 4 und 5 Milliarden Leute vernetzt auf sozialen Netzwerken sein werden. Ein besseres Vertriebssystem können wir uns nicht vorstellen, ja, weil es auf Vertrauen und auf Freundschaft betrifft. Vielleicht wird es ja eine Firma namens Uniface eines Tages geben, wer weiß. Okay, dann das andere gute Nachricht ist, dass jede Marke, jede große Brand auch selber zum Sender wird. Ihr kennt ja Red Bull, ja, was den Fred Baumgartner, glaube ich heißt der, gesponsert hat, der aus 24 Kilometer Höhe gesprungen ist. Red Bull gibt pro Jahr 110 Millionen Dollar aus für Brandsponsoren und davon ist die Hälfte für Filmemacher. Das sehen wir bei Nike zum Beispiel, Nike Women's Channel auf YouTube. Das sehen wir bei allen Top 1000 Brands. Thema Nummer 1 ist Video und Content Production, Content Marketing. Da gibt es natürlich viele sensitive Überlappungspunkte, wie wir das machen sollten und warum und wer was zu sagen hat und so weiter und so fort. Aber sicherlich sehen wir hier radikales Wachstum von Finanzierungen von Filmen, die erfolgreich werden in der Zukunft. Was passiert mit Kinos? Vielleicht ganz kurz zu dem Thema. Ich glaube, dass nach wie vor die Experience, die Plattform, wie man zum Beispiel bei Life of Pi gesehen hat, in Paris, wo dann das Kino als Ozean ausgerüstet war, habt ihr vielleicht gesehen. Man konnte also im Boot sitzen und den Film gucken. Ja, die Experience, die dort stattfindet in Kinos, immer noch grundsätzlich anders sein kann, auch anders sein wird. Von daher bin ich da nicht pessimistisch, was Kinos in der Zukunft betrifft. Wie man ja hier sieht, ist es schon was anderes als zu Hause. Ich fasse kurz zusammen und dann hoffe ich auf den nächsten Beitrag und die Diskussion. Also Nummer 1, der Digital Default ist radikale Konsumerermächtigung. Als Konsumenten finden wir das toll, dass wir mehr über den Flug wissen, der gleich abfliegt, als die Frau am Gate. Braucht ihr nur eine App nehmen wie Flight Tracker, dann wisst ihr bereits 10 Minuten vorher, was los ist. Als Konsumenten ist das toll, aber für die Airline nicht. Das ist das Thema, was wir ganz klar sehen müssen. Für uns als Produzenten ist es manchmal gut, aber im Großen und Ganzen, Konsumerermächtigung heißt, wir müssen härter daran arbeiten, dass wir es attraktiv machen. Und das ist die Herausforderung an die Filmindustrie, glaube ich, weltweit. Tiefere Preise, mehr Fragmentierung, tiefere Kosten, mehr Einnahmen. Technologie ist exponentiell. Das heißt, was wir jetzt als Bedrohung sehen, was wir jetzt in den Anfängen sehen, zum Beispiel Digital Money, Over-the-Top-Distribution, das sind Sachen, die in 5 Jahren so normal sein werden wie heute das Handy. Wir können also jetzt nicht sagen, okay, ja, das ist eine Sache, die wir nicht mitmachen. Das tun wir ja gerne hier. Ja, funktioniert nicht. Das heißt, das ganze Thema auch Rechte und Lizenzen und so weiter, das sind Themen, die früher oder später links liegen bleiben, wenn wir sie nicht updaten, ja, wenn wir sie nicht dem aktuellen Anspruch updaten. Also der allgemeine Trend geht von zentral zu vernetzt und dezentral, haben wir gesehen im Diagramm. Ich glaube, jetzt daran zu denken, wie wir dezentral vernetzt sein können, ist wichtig. Die Konvergenz von Inhalten und Telekom. Ich glaube, dass in der Zukunft zum Beispiel die meisten Telekom-Firmen uns bezahlen werden, dass wir unsere Inhalte als Flatrate lizenzieren, so wie es auch jetzt schon sein könnte, wenn es erlaubt wäre. Wir reden ja immerhin von Firmen, die weltweit über 4 Milliarden User haben, die auch diese Inhalte locker einpflegen könnten. Das wird, glaube ich, noch sehr interessant werden da.
Der Wert liegt nicht mehr in der Kopie unserer Werke. Die Kopie ist die Kopie und ich kann tausend davon machen, das tut der einen Kopie nicht weh. Also physisch gesehen. Okay. Das heißt, wenn der Wert nicht in der Kopie liegt, sondern in der Aufmerksamkeit, dem Kontext, der Personalisierung, der Relevanz, dem Packaging, dann müssen wir neue Modelle entwickeln, die das in einem Kreissystem, wie ich eben angedeutet habe, auch mit rüberbringen. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie wir neue Werte schaffen, die nicht von der Kopie abhängen. Kevin Kelly, der Gründer von Wired Magazine, hat mal gesagt, if the copy is free, then we have to sell something else in the copy. Das heißt, das ist die Herausforderung, die uns bevorsteht, die auch gelöst werden kann. Wir werden es aber nicht lösen, indem wir sagen, ihr dürft keine Kopie haben. Das ist Theorie und auch rechtlich gesehen gut, aber ist Theorie. Manage Dissatisfaction. Das ist ja das, was wir im Fernsehen und im Rundfunksystem eigentlich jetzt haben. Wir sind eigentlich nicht zufrieden, aber bezahlen halt alle unsere Steuern. Ja. Verhindern ist kein Zukunftsmodell. Verhindern ist ein Vergangenheitsmodell. Wir brauchen also jetzt ein neues Modell, zu überlegen, wie das funktioniert. Positive Note, ganz klar, in der Zukunft 5 Milliarden Menschen mobil, Tablets, Breitband, Internet und Cloud Computing. Das verspricht enormes Wachstum, wenn es uns gelingt, neue Modelle zu schaffen, die damit funktionieren, also die digital anfangen, statt rüber transportieren. Vielen Dank für eure Zeit. Ihr könnt das runterladen nachher. Heute Abend tue ich es hochladen auf gerdcloud.com oder von meiner Webseite futurist.gerd.com. Vielen Dank. Muss ich hier abnehmen.